So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Und wir machen heute weiter, und zwar mit den Cops. Es fehlen tatsächlich nicht mehr allzu viele Events, um tatsächlich die Cop-Events abzuschließen. Es sind noch 3 Stück insgesamt. Bei den Racern sind es noch 14, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Aber okay, wir machen mal weiter. Heute auf jeden Fall jeweils mit den Cops. Heißt auch nicht, dass wir das heute alles in einem Rutsch schaffen. Ich guck mal gerade, was wir noch so offen haben überhaupt an Kopf-Events. So nebenbei. Also es dürfte nicht mehr so allzu viel sein. Alle haben wir ja frei. Hier wären noch 2 Schnelleinsätze hier oben. 3 Schnelleinsätze haben wir noch, okay. Dann haben wir das Thema Kopf erledigt. Dann machen wir die heute komplett. Würde ich sagen, eigentlich. Ja, so. Anfangen machen wir heute mit Contact Spots. Ich denke, das macht am meisten Sinn. So, unser Ziel ist es, in 4:32 dieses Rennen abzuarbeiten und ja. Guck mal einfach mal. Danach haben wir nur noch Racer, glaube ich. Dann sind wir fast bei, sind wir bald durch. Aber es dauert halt schon ein bisschen. So, wir fahren mal dann 17,7 Kilometer. Alle Einheiten. Gäbe es. Aber mal schauen. Entgegen, dass ich auch schon 4 Sekunden Zeit schaffe. 6. Und wir haben noch 14 Kilometer. Also, ja, wird schwierig werden heute, das Ding auf Gold zu fahren. Wahrscheinlich nicht. Aber warum fährt er denn immer rechts, links, rechts, links? Ey, wir sind schon bei 10 Sekunden und wir haben noch immer was. Scheiß 2 Sekunden, gehen wir auf den Sack. Oh, bleib doch nicht stehen. Nur 12 Kilometer. Ja, ich höre, dass ich mag die nicht. Ich bin sehr, wenn ich absolut ehrlich bin. Ich finde bei so einem Interceptor auch das Adolf, das sieht eigentlich am meisten. Weil ich die gerne. Weil ich gerne Rennen vereitle. Und das habe ich bisher immer eine gute Idee. So, 30 Sekunden nochmal. Also, auf Gold ist eigentlich. Nicht wirklich machbar. Okay, das haben wir leider gewonnen. Ich habe jetzt da keine Zeit dran. Ja. Ich weiß nicht, was ich nicht so habe. Ich kann es ungefähr nicht finden. Boah, ist das schlecht gerade. 17 Sekunden Zeitstrafe. Ja, da müssen die Abkürzung rein, ich krieg's nicht. Das kommt nicht rein. Geil, 23 Sekunden Zeit schaffen schon jetzt. Wir haben noch 3 Kilometer.
Silber ist auch nicht schlagbar. Und die nächste Zeit von da. Also 4-2-3 Antwort, 4 Kilometer. Boah, das wird verdammt eng, das Ding auf selbst auf Bronze zu fahren. Weil wir 25 Sekunden Zeit schaffen, Mann. Ja, vergiss es. Und es war wirklich bei 31,99. Also wir sind gerade so noch. Haben es gerade so noch geschafft, auf Dings zu fahren. Also wir haben über 30 Sekunden Zeitstrafen allein noch gehabt. Sonst wären wir bei 4 Minuten gewesen. Naja, egal. Hauptsache, wir haben es irgendwie hingekriegt. So gerade. Wie gesagt, ich mag die Dinger nicht. Die schnell schon. Aber gut, okay. Neues Fahrzeug haben wir auf jeden Fall geschafft und wir haben einen Bugatti Veyron. Und da ist das Gute. So, dann haben wir noch einen Standardsatz für heute. Und der geht mit Duty Courts, heißt der. Und wir dürfen dieses gute Stück fahren. Apollo, Sohn des griechischen Gottes Zeus. Symbol für Sieg und maskuline Schönheit. Heute eine Inspiration für den atemberaubend kompromisslosen Supersportwagen, der Ästhetik und Funktion wie kaum ein anderer in sich vereint. Die beeindruckende Power des leistungsstarken V8-Motors basiert auf einem bewährten Biturbo-Aggregat von Audi, das ursprünglich von Cosworth entwickelt wurde. Mit seinem Gewicht von nur 196 Kilogramm trägt es zum Idealgewicht des Wagens und seiner faszinierenden Fahrdynamik bei. Das tiefe Grollen der zweiflutigen Abgasanlage mit seinen 3-Wege-Katalysatoren ist eindeutig. Der Apollo erfüllt die pure, unschlagbare Performance, die die nüchternen Zahlen bereits versprechen. Wie eine Rakete katapultiert der Apollo seinen Piloten in 3,0 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Und von 0 auf 200 Stundenkilometer benötigt er nur 8,9 Sekunden. Das Mittelmotorkonzept ermöglicht ein zur Fahrzeugfront hin platziertes Cockpit und einen langen Radstand. Beide Faktoren garantieren ein optimales Fahrverhalten. Der auf dem Dach sitzende Lufteinlass für den Motor erinnert an Formel-1-Wagen und betont den Rennsportcharakter des Apollo. Das dominante Heck gibt den Blick frei auf den Diffusor und den komplett aus Carbon bestehenden Unterboden, der in Verbindung mit dem Frontdiffusor und speziellen Luftleitkanälen einen für ein Straßenfahrzeug außergewöhnlich hohen Abtrieb erzeugt. Ja, das ist das gute Stück und das geht mit dem Fahrzeug gehen wir heute in das vorletzte Cup-Event überhaupt. Weil danach heißt es nur noch Racer. Ich hoffe, dass wir ein paar schaffen davon. Haben wir noch unter anderem 40 Kilometer ran. Na gut, okay. Ah, das wird ein kurzes Ding. Halt 58 so das Maximum. So, 10,7 Kilometer ist das drin. Alle Einheiten bitte melden. Das ist eine Notfallsituation. Ich habe noch 6 Kilometer. Man kann nicht, ich habe keine Chance gehabt, da auch mehr auszuweichen. Würde mir auf der Bremse sehen, das Auto gerutscht.
war doch nicht noch meine Linie. Boah, das dafür, das kann doch schwer wieder. Mein Gott, fahr doch nicht mehr auf wie Kellen die Karre, du Idiot. Ja, keine Chance, wir haben keine. Wir können das Rennen mal neu fahren. Weil ich mir regelmäßig in meinen Auto fahre. Ja, auch egal, ich ziehe da jetzt 10 mal rüber oder 20 mal rüber. Der ist weg. Scheiße, Mann. Aber warum müsst ihr mir eigentlich immer Handy-Autos fahren, ey? Ja, egal, ich knall dir einfach rein. Das ist doch kein Problem. Kriegen wir doch schon irgendwie ohne Probleme hin. Im Zweifel setzen wir 5 Autos nebeneinander und einer zieht dann noch dir in die Spur. Hauptsache, ich drücke dir in die Zeitschrift rein. Ja. So was halt. Gut, dann sind wir es halt nochmal. Eigentlich hätte ich heute gerne jetzt, aber sicherlich mache ich euch die heute mit zu, die Aufgaben. Alle Einheiten bitte melden. Das ist eine Notfallsituation. Jetzt links ausweichen, bremst an und geht rechts rot schräg in die Wand. Du fährst minimal zu mir rüber, damit ich dann in den Gegenverkehr kann. Weil ich wäre durchgekommen mit den beiden. Auch wieder so ein knappes Ding. Ja, aber was soll der Scheiß, ey? Warum fährt man denn dann noch mal gut? Wie sieht man, dass ein Auto da ankommt? Man fährt mal ein Stück links rüber, damit dann mich beide Autos krache. Naja, hat euch was geschafft. Das ist das Wichtigste. So, nächste Event und das ist das letzte Cup-Event. Wir haben nochmal einen Shell-Einsatz vor und damit haben wir das Thema dann irgendwann durch. So, letzte Event heute. So, diesmal müssen wir noch 4 Minuten 10 schaffen und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser läuft als die anderen beiden Events. Aber die nehme ich jetzt nicht. Weil die anderen beiden waren nämlich verdammt knapp. Das erste Mal richtig böse verkackt und jetzt haben wir es knapp geschafft. Die anderen beiden haben es knapp geschafft. Na ja, gut, gucken wir mal. So, jetzt sind 70 Kilometer. Alle Einheiten bitte melden. Das ist eine Notfallsituation. Ich tue mein Bestes jetzt. Ich hoffe, dass wir jetzt ein Stück über Autobahn fahren komplett. Das ist am einfachsten wäre. Das ist super zu den KIs.
Oh mein Gott! Ich komme gar nicht mehr raus aus der Situation gerade. Jetzt. Ja, was soll ich machen, ey? Die setzt aber auch die Autos. Die Autos sind aber. Ja, fahr doch noch weiter rüber. Meine Gott, fahr doch noch weiter rüber, Vollidiot. Ich hab schon wieder 22 Sekunden Zeit schaffen für nichts, ey. Ja, noch 8 Kilometer, ich schaff's doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich gerade ein bisschen mehr für das Blaulicht sehe. Ich deswegen auf dem. Ich habe so manche Verkehrszeile noch nicht. Mann, ey, ja. Ich quetsch dich da durch. Das ist nicht möglich. Ich bin froh, wenn ich so Bronze habe. Ihr seid aber teilweise echt. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Alter, was ist denn da? Ja, ich hab den nicht mal berührt. Hammer. Hammer. Da steht man vor dem Zielpunkt und doch drei Autos nebeneinander. Ich meine, geschafft ist das Ding, aber. Ey, da teilweise werden die da. Da werden teilweise echt Autos, drei Autos in den drei LKWs am besten nebeneinander gestellt. Ich habe bestimmt über 30 Sekunden Zeitstrafen gehabt am Ende. Ja, was willst du denn da machen? Aber gut, okay. Thema ist durch. Ich glaube, damit haben wir, glaube ich, alle Cop-Events auch durch. Ich glaube, es dürfte jetzt keins mehr offen sein. Ich glaube, es sollte keins mehr offen sein. Es sind nur noch. Es müsste jetzt nämlich nur noch Racer-Events durch sein. Offen sein. Naja, wir machen mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's erstmal mit den Racern auf jeden Fall weiter.